Leben mit Kaninchen in der Wohnung, wenn man im Bad ist, um sich die Zähne zu putzen. Hört man es vor der Badezimmertür trapsen, dann geht die Badezimmertür auf, die nur angelehnt ist, kommen Lotte und Erik rein. Und dann geht's rund. Und Emmy, die ich vorhin sauber machen musste und die jetzt noch ein bisschen trocknen muss, sitzt unterm Klo. This is our time, this is our Die eine brummt, die andere, was weiß ich was, herrlich. Hey Amy, seit wann fauchst du? Und während es im Bad abgeht, nutzt der Bruno die Gunst der Stunde und mampft erstmal. Hallo, so, ich habe jetzt Feierabend und bei uns ist es heute richtig windig. Meine Augen tränen vom Wind, als ich zum Auto gelaufen bin. So, jetzt habe ich mir mal ganz schnell die Kamera geschnappt. Babys haben Hüpfenszeit, Lotte ist einmal kurz raus und ist dann wieder Richtung Schlafzimmer. Schaut jetzt auch nochmal, wo bleibt denn der Erik? Sie holt ihn, ich sag doch, sie holt ihn. Das ist unglaublich. Die kommunizieren schon miteinander, die Lotte hat jetzt den Erik geholt. So, ich mache jetzt ganz unauffällig weiter, bewege mich nicht, hoffe, dass nichts ist. Mal schauen, ob er sich raustraut. Babys haben übrigens gewütet, als ich in der Arbeit war. Es sieht jetzt so aus. Das ist die Realität. Okay, Erik ist raus. Also gekocht hat jetzt keiner. Also wir bewegen uns ganz langsam, aber auch unauffällig. Emmy ist im Schlafzimmer, die sollte jetzt langsam mal rauskommen. Der muss ich nämlich die Augentropfen und ihr Adrin geben. Und dann muss ich hier Ordnung machen, weil... Naja, ihr seht ja, wie es aussieht. Naja, jetzt kommt wieder jemand am Gehweg. Ne? Das ist dem Erik schon wieder unheimlich. Also es sind Gerüche und natürlich auch die Geräusche. Und wenn hier irgendwie Menschen oder so lang gehen oder wenn er irgendwas hört. Jetzt schaue ich nur mal, wo die Lotte ist. Selbst Bruno hat sich jetzt wieder reingeflüchtet. Der war nämlich auch schon draußen. Jetzt ist er wieder rein. Nur die Lotte ist noch draußen. Sie ist die mutigste. Der Erik kommt nochmal. Er würde ja gern. Aber er traut sich nicht. Hm? Aber ich finde die Kommunikation so interessant, dass tatsächlich die Lotte Erik holt oder ihm Bescheid sagt, hey du... Es ist Hüpfenszeit und dass Erik dann wirklich kommt. Na gut, mal schauen, ob Bruno sich nochmal raustraut. Ich ziehe mir jetzt erstmal was an. Es ist frisch. Und ja, dann mache ich hier Ordnung. I've seen those faces. I've heard all the lies. But you ain't gazing on someone in denial. 'Cause you want dollar bills right now, but you gotta work real hard. I know you want it to be easy, so let your guard down. Erik hat seine Schüssel gefunden. Steht jetzt nicht mehr unterm Bett, sondern auf dem Bett.
out your limitations and filled your mind with doubt. You wanna stay chill right now and don't let your eyes off the prize. I know you want it to be easy, so let your guard down. And I said, see it in your mind. Trust that. Wie süß ist das denn? Ich denke so, wer schart denn da unten drunter? Ich dachte nämlich jetzt, er ist wieder rausgehüpft. Erik bügelt. Ist das süß. Erik ist heute, ach Mann, ich war zu spät. Ich habe ihm jetzt nämlich die Leiter dahingestellt. Alles neu, alles frisch, alles aufregend. Ja, uns geht ganz schön der Wind. Richtig stürmisch ist es. So, ich gehe eine ganz kurze Runde. Es ist heute sehr stürmisch und sehr windig. Wie ist bei euch das Wetter? Also Schnee ist weg, zumindest hier, aber es gibt ziemlichen Wind. Deswegen habe ich jetzt auch die Kapuze aufgesetzt, weil sonst würde es mir ziemlich um die Ohren blasen. Ich habe nämlich mein Stimmband vergessen. Ja, aber ich wollte jetzt noch eine ganz kleine Runde gehen wenigstens. Aber es blüht schon. Aber ihr seht, es geht ganz schön der Wind. Och, Emmy und Bruno sind so süß. Ja, so süß seid ihr zwei. Geschwisterliebe. Einmal kuscheln. Die Lotte. Lotte möchte auch Liebe. Oh Gott. Ach, ihr seid doch die Besten. Lotte wird von beiden Seiten verwöhnt. Beide Ohren werden geputzt. Was für ein Service. Lotte hat die Kohlrabi-Blätter entdeckt. Ich liebe dieses Geräusch, wenn sie essen. Ach Lotte, Lotte fällt immer der halbe Brei runter. Ist aber echt nur die Lotte, die immer ihren Brei verkleckert. Wow, du nimmst sogar den Ingwer, super. Prima. So, Abendessen für die Babys ist fertig und der Akku blinkt. Es gibt gepflückt habe ich Gras, Löwenzahn, Giersch und dieses, wo ich nie den Namen weiß, wie das heißt. Dann gibt es Dill, Petersilie, Pfefferminze, Endiviensalat, Wirsching, Kohlrabi-Blätter, Grünkohl, muss überlegen,
Radicchio. Dann haben wir Karottengrün. Das ist übrigens bei uns der Kirsch, noch ganz klein, noch ganz frisch. Karotte habe ich geraspelt. Zuckerhut gibt's. Was haben wir noch? Ich weiß gar nicht alles. Also Brokkoli habe ich noch geraspelt, den Strunk, weil bei mir gibt es nämlich heute Brokkoli und da habe ich dann den Strunk geraspelt für die Babys. Da haben wir noch Gänseblümchen, das mag ja die Lotte so gerne. Und, ach Gott, was ist da noch mit drin? Ich weiß es gar nicht. Also ich serviere jetzt. Am liebsten mögen die Babys im Moment tatsächlich das frisch gepflückte, also den Löwenzahn und einfach die frische Wiese, die ich pflücke. Sieht man auch an der Emmy. Ansonsten Alltime-Favorites sind Kohlrabi-Blätter, Karottengrün und Petersilie natürlich und Dill. Ich weiß gerade gar nicht, ob es scharf ist. Es schaut nämlich irgendwie unscharf aus. Also Babys lassen sich jetzt auf jeden Fall ihr Abendessen schmecken, zumindest die beiden. Versuch Nummer 4, euch mein Abendessen zu zeigen. Immer Speicherkartenfehler. Also es nimmt erst auf und dann irgendwann stoppt die Aufnahme und es geht nicht mehr weiter und dann ist wieder dieser Fehler. Also. Es gibt als Vorspeise einen Apfel und eine Orange. Und dann mache ich mir Brokkoli und Tomatensauce und unten drunter sind noch Kartoffeln. So, Abendessen ist fertig. Es gibt Kartoffeln mit Butter und Kräuterquark und Brokkoli mit Tomatensauce und Cheddarkäse. Guten Appetit! So, ich hoffe, ihr seid alle gut in die neue Woche gestartet. Schreibt mal gerne, wie euer Wochenstart war und wie es euch geht. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss!